Moin, moin, ihr Lieben. So, ich habe mir jetzt einen kleinen Schlachtplan überlegt. Wir brauchen also den Kälteschutz. Wir brauchen was gegen Malaria. Und das können wir alles zu Hause nur herstellen. Hier nicht mehr. Außerdem können wir das Schiff zu Hause dann einmal leeren. Wir haben Kupfer und Eisen. Dann können wir auch für uns hier das hier alles wieder fit machen. Dass das auch alles wieder clean ist. Die Achse müssen wir auch mal wieder reparieren. Das Schwert brauchen wir nicht, alles andere ist okay. Messer ist auch okay. Also, dass wir uns einmal wieder richtig komplett fit machen, um Map, hier sind wir im Moment, um das hier alles aufzuräumen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind 5 Orte, die wir alles holen müssen. Moment. Da ist noch eine Kiste, was auch immer das ist. Das heißt, wir könnten jetzt einmal rum. Hä? Da ist noch eine Kiste, okay. Ist hier auch noch zufällig eine Kiste irgendwo? Kartografieren. Ach, geht nicht. Okay. Er gibt mir hier nichts. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Und kommen dann wieder hierher. Also auf diese Insel müssen wir dann wieder. Vielleicht finden wir auch die Sprache, dann können wir mit denen nicht uns unterhalten. Und die Silberinsel, das dürfte wohl natürlich die dritte Insel hier sein, ne? Gehe ich ganz stark von aus, dass das hier die dritte Insel dann ist. Hier ist noch ein altes Wrack. Ich weiß nicht, wir könnten auch mal eben zum Wrack noch mal eben abtauchen und dann wirklich nach Hause. Weil wir kommen ja hier oben wieder rein und dann können wir direkt hier hinfahren. Ja. Ich glaube, das klingt jetzt nach einem Plan. Und zu Hause müssen wir alles vorbereiten. So. Warte mal. Irgendwo habe ich ja hier den Schiffsmast gesehen. Wo war denn das? Da. Da tauchen wir mal eben nach. Und dann geht es nach Hause. Alles herstellen. Ein bisschen Eisen habe ich jetzt auch wieder gefunden. Das ist schön. Wir können unser Flachs anbauen. Unser erstes. So. Da muss ein großes Schiff sein, wenn er so einen hohen Mast da rausguckt. Die Quallen. Da ist eine Qualle. Das sind ganz viele Quallen. Ups. Da habe ich es ja wieder voll drauf angelegt. Okay. Dein Ernst? Okay, okay. Dann. Wow, da kann man den Mast hochlaufen. Ist ja unfassbar. Okay. Kiste. Wir gucken mal, wie gut das geht. Das können wir rauspacken. Den nehmen wir wieder mit rein. Den setzen wir uns auf.
Tja, man muss vieles mitnehmen. So, das haben wir. Da ist was. Au. Au. Wow. Wir müssen mal eben kurz gucken. Da ist auch was, aber da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich höllisch aufpassen auf die Viecher. Seht ihr irgendwas hier? Bis auf jetzt dieses funkende Ding da? Nein. Da ist ein Anker. Da ist noch eine Qualle. Ich muss auf meine Energie achten. Ich sehe ja gar nichts mehr. Aha. Das ist gut. Einer haben wir schon mal wieder. Ich muss auf meine Energie achten. Ein blödes Seil. Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir. Eine Winde. So, wir müssen mal eben kurz. Wo ist mein Schiff? Am Mast. Wir brauchen eine Winde. Wow. Das kann da erstmal rüber. Eine Winde. Wo kriegen wir eine Winde her? Also hier gibt es was. Definitiv. Tierrochen. Korallen, Würz und Rochen. Okay. Unterwasserbiom. Da liegt was. Tauchgang. So. Okay, die Sachen können wir nur mit einer Winde aufnehmen. Einmal das da vorne und das hier. Ich weiß zwar nicht, wo wir eine Winde herkriegen, aber... nur vor diesen komischen Dingern da aufpassen. Ja. So, das Ding haben wir gefunden. Wir gehen jetzt hier mal eben hoch. Mal gucken, was wir hier noch haben. Gott, ist das dunkel. Tut mir leid, Leute, aber... Okay. Hier ist auch nichts. Hier
hätte jetzt angenommen, dass hier irgendwas ist. Hier ist die Kajüte. Nicht Kajüte, sondern das Ruder. Nee. Okay. Der Mast ist da vorne. Wow. Boah, da wäre ich ja fast reingeschwommen. Ab nach oben, komm, Energie holen. Und dann können wir noch mal runter. Da. Wow, 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 wow. Macht mich doch nicht so fertig hier. Uiuiui. Bauplan herstellen. Benutzen. Essen. Das kommt hier, kommt da. So. Da ist was. Irgendwas liegt da. So, wir sind voll und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie rankommen. Kommen wir da vorsichtig dran vorbei. Noch ein Werkzeugkasten. Das ist 2. So, wir sind raus. Die Dinger bewegen sich. Ich kann mir nicht helfen, aber sie bewegen sich. So. Hier ist aber viel. Gut. Oh, hier ist aber viel zu bergen mit dem Schiff. Muss ich ehrlich sagen. Meter. Okay. Das heißt für uns ab nach Hause gucken, dass wir jetzt unseren Plan. Also das Schiff können wir schon mal erweitern. Ups. Darauf. Schon mal 2 Sachen. So.
Okay. Das kann rüber. Ja, das heißt, wir müssen nach Hause, müssen alles herstellen, was wir brauchen. Und dann, wir haben wieder zwei Werkzeugkästen mehr, das ist gut. Wir haben Kupfer für die Reparatur. Ah ne, brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich brauche nur Nadel und Faden. Hose aus Kupferplatten. Okay. Also hier gibt es richtig was zu holen. Eine Kanonendings und so. Wäre ja lustig, wenn ich hier eine Kanone drauf bauen kann. Na gut. So, F. Und E. Wir werden jetzt erstmal nach Hause. Werden jetzt erstmal nach Hause segeln. Na, was lädst du so lange? Was? Warum bin ich jetzt hier? Hey! Ah, irgendwas blockiert den Hafen. Okay, da muss ich da was umbauen. Gut, dann fahren wir jetzt einfach mit dem Schiff mal eben rein. So, und dann werden wir uns hier mal ein paar Sachen herstellen. Schön wendig, das Ding, muss ich ehrlich sagen. Sehr angenehm zu fahren. Kriegt auch keinen Schaden mehr in diesem Sinne. Doch ein bisschen, minimal. So, da muss mehr Platz ran, also muss ich hier. Gut. Halt. F. Mann. Sag nicht, ich kann jetzt das Steuer nicht verlassen. Jetzt. Wow. Wollte gerade sagen, das wäre echt. So. Das heißt, du musst weg oder versetzen, dass das Schiff hier anlegen kann. Ja, gut, kann ich verstehen. Ja, muss noch mal ins Wasser. Zack. Hier wieder rauf. So, jetzt kannst du, glaube ich, erstmal andocken, ne? Dann gucken. Jawohl. Oh, da muss ich aber hier echt. Okay. So, dann lass mich mal eben den nehmen wir raus. Guck mal, das können wir auch gleich alles leeren. Kann ich gleich, brauche ich alles zur Herstellung.
müssen wir ein bisschen drauf achten. Das können wir drüber. Der. Oh, Flachs kann ich gleich anbauen. Das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir uns mal ein paar Sachen rausgenommen. Das geht erstmal hier rein. Du nicht. Du gehst hier rein. Ja, du kannst in die andere Kiste. Aber du gehst rein. Zwei. Ich habe doch mehr von den Todeskappen. Wieso hat denn das Ding eine Haltbarkeit? Verstehe ich nicht. Ach so. Ich verstehe schon. Jetzt verstehe ich es. Ich dachte gerade. So, das kommt hier rein. Das kommt rein. Das kann da rein. Ich weiß, Leute, es ist alles wieder durcheinander bei mir. Und nachher suche ich es wieder. Aber das ist ja nichts Neues. So, die ganzen Säckchen können weg. Hier habe ich Krokodilhaut. Kann ich damit was machen? Tatsächlich. Neuer Bauplan. Krokodilhaut aufhängen. So, dann haben wir das auch schon mal. Das ist gut. Dann sollte ich mich, glaube ich, mal im Kotz schlafen legen. 60 Wasser. Ja, das ist egal, kann ich gleich trinken. So. Ich bin ja jetzt zu Hause. Passiert ja nichts. Trinken. So. Geht's uns etwas besser. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen gefunden. Das ist schön. So, das muss angebaut werden. Ja, wenn ich das... Das heißt, ich muss das hier auch erstmal zu Ende bauen. Würde ich sagen, dass ich da gleich die Beete draufpacken kann und dann kann ich gleich richtig ansetzen oder anbauen, was ich brauche. So, das Schiff können wir jetzt erweitern, theoretisch. Verbesserung. Jo. Axt habe ich. Dann verbessern wir das mal eben. Geht nicht. Warum nicht? Das Schiff muss repariert werden? Dein Ernst? Okay. Ich bin ja heute von Intelligenz bestraft im Moment. So. Sechshundert. Das ist ja meine Ansage.
Wir haben zwei Holzdinger hier jetzt, okay. So, dann lass mich mal eben was gucken. Herstellung. Schiffe. Das haben wir gemacht. Eins. Wir haben zwei gemacht. Und hier wäre Nummer drei. Den reparieren brauche ich ja nicht. Der ist ja fit jetzt. Okay. Geht nur reparieren jetzt, oder wie? Sag nicht, du bist jetzt schon am Ende. Pop. So. Nee, geht nicht mehr. Okay, das ist schon Maximum, was er jetzt hat. Interessant. Gott, ist das Schiff lang geworden. Das ist das. Gut. Ich muss jetzt mal eben gucken. Irgendwie müssen wir irgendwas haben, wo wir die Sachen raufholen können. Gut, eine Kiste habe ich noch. Das ist in Ordnung. Wir haben vier Bücher, die lernen wir auch noch zwischendurch. 17 Tafeln haben wir schon. Nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal bei der Herstellung. Wir haben hier. Was haben wir jetzt alles neu? Salpetergrube. Grube zur Herstellung von Salpeter. Erfordert Tierkadaver. Kadaver, die hier platziert werden, werden über Zeit zu Salpeter. Okay. Großartiger spanischer Schoner. 30 Meilen. Enthält eine zusätzliche Aufbewahrungsbehälter und eine Holzlagerbasierhaltbarkeit. Erhöht die Haltbarkeit der Schiffsgeschwindigkeit. Hm. Okay. Aber ich hab doch so ein Ding da. Der ist doch komplett fertig. Das ist zum Schlafen. Herstellung. Können wir alles herstellen oder vieles. Wassertank. Ist noch nicht genug drin. So, können wir ja befüllen. Ist ja kein Problem. Aber... Suche nach Munition. Ja. Der Galeone entdeckt. Und ihr wettet, in der Nähe anderer versunkenen Schiffe gibt es noch mehr. Finde die Truhe mit der Munition. Ihr solltet noch mehr Munition suchen. Suche etwas. Suchen. Etwas sagt mir, dass ich in der anderen Region in der Nähe des versunkenen Schiffes fündig werde. Okay, das finde ich ja alles schön und gut, aber ich glaube, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Sachen aus dem Wasser habe. Er sagte, ich muss mir einen Arm holen, einen Hebearm. Muss ja irgendwas geben. Schlüssel. Ein seltsamer, geformter, alter Schlüssel. Okay.
Das haben wir auch. Wir haben 4 Punkte. Lernen. Hier könnten wir den Puma dran machen. Aber den brauche ich eigentlich gar nicht. Das funktioniert ganz gut. Richtig? Wie viel Puma-Trank habe ich denn? Da muss ich mal was gucken. Weil ich habe ja noch diesen einen Endboss, der mich da noch. Nee, das ist ein Allgemeinheilmittel. Das ist das Schlangenhirn. Da habe ich ja nur diesen einen jetzt. Okay. % der Lesegeschwindigkeit. Ja gut, statt 10 Stunden brauche ich dann nur. Ja, was ist jetzt wichtig? Nee. Verringert das Risiko einer Vergiftung durch Schlangen um 30%. Gut, das ist im Moment ganz gut, was ich da habe. Sättigung um 10% erhöhen. Lesegeschwindigkeit. Rezept für Puma-Trank. Schalte das Rezept für Puma-Trank frei. Braucht man das? Braucht man es ja oder nein? Weil ich denke daran, dass meine Energie. Okay. Schlafqualität um 20% erhöht. Komm, das hier ist das Einzige, was für mich Sinn macht. So, dann haben wir jetzt hier, ist der Puma-Trank. Oh, können wir sogar herstellen. Okay. Ja, wir müssen sowieso einige Rezepte herstellen. Dann können wir auch den Puma-Trank herstellen. Das ist ja kein Problem. So. Dann sind wir da schon mal clean. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch einmal. Okay, da haben wir jetzt 2 von. Der kann da rein, der kommt da auch rein. Das kommt da auch rein. Was habe ich denn da überhaupt mal an? Den tauschen wir mal eben. Zack. Den packe ich dann jetzt hier rein. So, was haben wir noch? Schwefel können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Hier haben wir noch mal ein bisschen Früchtchen. Komische Lederhose können wir jetzt rausnehmen. Das können wir auch rausnehmen. So, die 3 Steine können raus. Den legen wir hier mal ab. 1, 2, 3. Haben wir wieder 6 Steinchen. So, hier haben wir nochmal robuste Schiffsreparatur. Das ist alles soweit okay. Schlafsack lasse ich drin. Das kann ich mal eben hier rausnehmen. Nein, du gehst wieder rein. So. Weil das kann ich dann hier gleich reinpacken. Ups. Genau. So,
So, ein Tag für 17 Stunden habe ich dann was für Feuer. So, weiter gucken. Ein altes Messer, das lasse ich mal drinne. Dann hole ich das raus, das hole ich jetzt noch raus. Den hole ich jetzt auch noch mal raus. So, das hier verarbeite ich noch, definitiv. Brot und ein Apfel. Kommt erstmal in die andere Kiste, weil die ist ja noch haltbarer. Das kommt rein, das kommt rein. So, Schwefel. So, dann sollen wir das auch los. Einmal Maulbeeren. Kommt dann hier rein. Zack. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen was. Müssen wir jetzt nur noch die Bücher lesen. Alles herstellen, was wir benötigen. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Wir kommen jetzt zum Ende. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, schönen Abend. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und sage, ciao.